Hallo, herzlich willkommen zur 27. Folge Kirby Star Allies, gespielt auf der Nintendo Switch von Keanu Hill. Das ist meine Wenigkeit. Wir waren letztes Mal beim Zusatzplaneten, Zusatzabschnitt Beta und sind dieses Mal unterwegs zum Mond. Und nicht nur zu irgendeinem Mond, sondern zum Mond Blisno. Es ist wieder eine Eiswelt, wie es schon zu vermuten war. Und wir haben einen bequemen Fahrstuhl, fahren gemütlich nach oben und sammeln dabei die Sterne ein, die auf dem Weg sind, und versuchen uns möglichst zu schützen vor den Gegnern, die dann auch von oben heruntergesprungen kommen. Da haben wir jetzt den nächsten Fahrstuhl verpasst. Ich versuche einfach mal hinterher zu fliegen. Das geht anscheinend notfalls auch. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel, wie den Fahrstuhl zu nutzen. Aber zumindest sind wir auch ein bisschen sicherer vor diesen Bären, die gerade immer auf dem Fahrstuhl abgestürzt sind. Da haben wir schon das erste Puzzleteil und auch ein Rätsellevel, das wir natürlich betreten werden. Und schauen wir mal, was es zu rätseln gibt. So, es geht wieder mit der Kanone los und wir müssen anscheinend immer zum richtigen Zeitpunkt uns durch die Kanone schießen lassen, was jetzt zum Beispiel gut wäre, um halt hier alles einzusammeln, was es einzusammeln gibt. So, jetzt wäre es auch nochmal gut. Leider nicht alles erreicht. Aber wir können es. Na, ich überlege mal, ob ich es jetzt nochmal probiere. Oder ob ich es heute mal gut sein lasse. Ich probiere es nochmal. Ist ja auch mal so ein bisschen jetzt in diesem Fall der richtige Zeitpunkt Geschicklichkeit und muss erstmal gucken, wie das Ganze auch funktioniert. Haben wir ja geschafft. So, jetzt am Anfang, wo wir die Sterne schon eingesammelt haben, ist es ganz entspannt. Da sammeln wir jetzt nur noch das ein, glaube ich, was wir übersehen haben oder nicht bekommen haben beim letzten Mal. Und wenn man da mal diesen einen Stern verpasst, ist es auch nicht so tragisch. Aber ich hätte gern hinten diesen kleinen Sternschalter, der dann hier die Wand freischaltet. Aber auch beim zweiten Mal hat es nicht funktioniert. Ja, aller guten Dinge sind drei. Von daher probieren wir es einfach nochmal. Das wäre denn doch ein relativ leicht verdientes Puzzlestück und das wollen wir ja nun auch nicht verschenken. Und zumindest sammeln wir immer noch ein paar Sternchen ein. Und bei 100 Sternen gibt es ja, wie wir schon wissen, ein zusätzliches Leben. Und da will man auch nicht nein sagen. Jetzt versuche ich mal ein bisschen früher loszuschießen, damit das auch klappt mit dem Schalter. Es hat geklappt. Also dreimal war hier wieder die Glücksformel. Wir haben das große Puzzlestück. Und wie es ausschaut, entweder das ist der Ausgang oder ein zusätzlicher Rätselabschnitt. Zumindest haben wir hier nochmal einen ziemlich schlagkräftigen zusätzlichen Freund bekommen. Oder was heißt zusätzlich? Wir mussten ihn ja austauschen gegen jemand anders. Aber wenn der mit seinem Hammer zuhaut, da ist schon ordentlich Bums hinter. Und wir nehmen jetzt erstmal wieder den bequemen Fahrstuhl. Und jetzt kommen die Gegner von beiden Seiten und nochmal hier einer von oben. Und die Fahrt ist zu Ende. Wir sammeln nochmal hier den Pudding ein. Und hier kann ich wieder meine Freunde abgeben, beziehungsweise zurücksetzen. Mache ich mal, nehme ich mal in Anspruch. Und oft ist das ja ein Hinweis, dass man vielleicht Leute suchen sollte, die man gut brauchen kann. Ich selbst nehme jetzt hier nochmal hier den Hammer an mich. Beziehungsweise nicht, weil ich möchte ihn nicht selbst haben, sondern einen Freundeskreis quasi, der diese Fähigkeit hat. So, jetzt habe ich erstmal nochmal den ersten Freund hinzugewonnen. Dann werden wir hier mal Bomben mit Herzen beantworten. Jetzt habe ich natürlich hier erstmal selbst nichts. Also keine Mütze, keine Kraft. Aber ich denke mal, das werden wir jetzt auch nochmal schnell hinbekommen. Ich tausche jetzt erstmal nochmal hier kurz einer meiner Freunde aus gegen. Wie heißt er denn? Psycon, genau, das war der Name. Ja, und dann versuche ich mir noch selbst eben schnell noch eine Mütze aufzusetzen. So ganz ohne irgendeine Fähigkeit möchte man ja auch nicht sein. Und Feuer und Eis ist ja vielleicht auch mal ein guter Kontrast, den man hier eingehen kann. So, da war jetzt, glaube ich, ein Fitnessdrink drin. Hier ist auch ein
größeres Tor. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen kleinen Zwischengegner oder Gegnerin. Dieses dunkle Pink funkelnde Herz weist auf jeden Fall schon mal auf Unheil hin. Und wenn da schon mal ein kleiner Monolog kommt, dann heißt das nichts Gutes. Na, die kennen wir doch. Das ist doch die Franziska. Ja, dass wir dich nochmal sehen, hätten wir jetzt auch nicht erwartet. Aber ich bin mal zuversichtlich, dass wenn wir sie schon einmal besiegt haben in der Störbastion, dass wir es auch noch ein zweites Mal schaffen. Auch wenn sie natürlich da ganz anderer Ansicht ist. Aber gut, schauen wir mal, was stimmt, ihre Vermutung oder unsere. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass wir Bonkers dabei haben, weil Bonkers, der Gorilla mit dem Hammer, ist ja doch sehr schlagkräftig. Und ich bin gespannt. Okay, wir aktivieren mal hier eine Kraft zusammen, zumindest Bonkers und Psycon. Aber auch ich mache da jetzt mal einen Brutzelhammer und Brutzelbomben. Und wie wir sehen, müssen wir aufpassen vor dieser Eisscheibe, die Franziska gerade gezaubert hat. Denn sie verwandelt uns in Eisklötze. Und wie immer ist es auch eine große Kunst, bei dem ganzen Gewirbel nicht den Überblick zu verlieren. Aber zumindest Franziska hat jetzt schon mal die Hälfte ihrer Kraft eingebüßt und sie hat noch eine zweite Waffe, eine Art, na, Wasserpistole kann man ja nicht sagen, ist ja eher eine Eispistole. Und, aber da lassen wir uns jetzt nicht von beeindrucken. Versuchen, den Platz zu finden, wo wir nicht davon erwischt werden, von diesem Eisstrahl. Und, aber, jetzt versucht sie auch noch, den Boden mit ihrem eisigen Zauberstab zu pflügen. Da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Ja, jetzt bin ich aber hinter Franziska und versuche mal, naja, ist nicht ganz aufgegangen, mein Plan. Ich wollte sie eigentlich von hinten mit Feuer beschießen, aber im Gegensatz, oder sie beschießt uns dafür jetzt mit Eispfeilen, die überraschenderweise zielt und treffsicher sind. Damit hat es jetzt schon Psycon erwischt, er liegt da nieder. Ich versuche ihn jetzt mal hoffentlich schützen zu können. Allerdings ist die Franziska wieder zur Stelle. Und jetzt mit der Taste X ein Wiederbeleben. Jetzt hat es mich selbst erwischt. Und ja, Psycon ist weg. Jetzt braucht auch noch Pipupeng unsere Hilfe. Da konnte ich ein bisschen Hilfe leisten durch die X-Taste und ihn wiederbeleben. Aber mein Gott, Franziska, du hast ganz schön dazugelernt. Und es ist nicht so einfach wie beim ersten Mal, da was auszurichten gegen Franziska. Und auch Bonkers braucht unsere Hilfe. Ich hoffe mal, ich werde es schaffen, ohne von Franziska. Ja, leider hat es nicht ganz geklappt. Jetzt sind es nur noch Pipupeng und ich. Franziska hat zwar auch nicht mehr sehr viel Energie, aber noch ausreichend, um uns noch besiegen zu können. Jetzt kommen nämlich auch noch diese Eispfeile, die aus verschiedenen Richtungen zu uns kommen. Ich habe noch meine Kraft verloren und es sieht nicht ganz gut aus für uns. Beziehungsweise es könnte ganz schön eng werden. Aber ich hoffe immer trotzdem, dass wir es schaffen werden. Und ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Ja. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Ein Freudentanz. Und puh. Das war jetzt ein bisschen Adrenalin, das da ausgeschüttet wurde. So knapp war das. Ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Das Schwierigkeitsniveau geht steil nach oben. Und die ersten Welten und Level konnte man ja wirklich bestehen, ohne groß irgendwie in die Bredouille zu kommen. Aber mittlerweile ist das Ganze nicht mehr ganz so leicht. Aber dieses Level haben wir geschafft. Und damit auch den Mond Blissno. Das nächste Level ist damit auch freigespielt, beziehungsweise der Weg dorthin. Ja, Mond Blissno haben wir geschafft mit allem, was man schaffen kann. Und das große Puzzleteil ist geholt. Aber mehr gibt es dann
in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Helden im fernen All bei Kirby Star Allies, gespielt von mir, Keanu Hill, auf der Nintendo Switch. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Keanu Hill. Ciao, ciao.